Your guy's working on the security system now, sir. It just came on. Okay, good. Then lock yourself down. Stay put. Let us take care of these guys down here. Once they realize they can't get to you, they should back off. Ja. Max, try not to completely destroy the place. Let's just concentrate on staying alive. Sir. Ja, hallo? Es sollte hier die Angst sein, beknacktes Leben haben. So schaffe ich das aber nicht. Mit No Painkillern und so. Ich bin total am Arsch. Oh nein. Poor girl was dead. Shot through the head by some hero fighting the rich one lonely secretary at a time. Oh nein. Oh nein. Das könnte witzig werden. Ah, shit. Nein. Alter Schwede. Zirkus Clown Max. Oh, shit. Painkiller. Scheiß Kopfschießerei. Ich hab dafür keine Zeit. Fuck. Boah. Spring, Mann. Das war aber nicht der letzte. Oh, okay. Matsch. Oh nein. Habe ich schon mal gesagt, dass ich keine Painkiller mehr habe? Ja, keine Chance. Keine Chance. Ohne Mist. Ach, komm schon. Ah, nee. Da wurden wir zerfetzt. Machen erstmal den einen Platz und dann schießen wir dem anderen in den Kopf. Ja, genau so. Na komm. Geht doch. Oh, natürlich. Oh, Mann. Sowas regt mich auf. Ohne Mist. Okay. Na, wo ist er? Wo bist du, du Penner? Ah. Schön. Wenigstens haben wir jetzt einen Painkiller. The elevator would take me back up to Rodrigo's office where we could wait the rest of it out. Scheiße, wir müssen hier weg. Wo müssen wir hin? Hier hoch, ne? Was ist das denn? Cool. Wunderbar. I didn't know what the hell I was gonna find up there, but I sensed it wasn't gonna be a stripper bursting out of a cake. Wäre ja zu schön, huh? Senor Branco, Senor Branco, I can't get through to him. Ever since the security door is triggered, he hasn't made a sound. Rodrigo, it's Max. Open up. Can you hear me? Oh, scheiße. Senor Branco, open up. I'm gonna try to get in there from the roof. You find the security guard and get the hell out of here. Yes. I knew there was another way in upstairs for the helipad,
the little luxury runaround. Aber Hauptsache die Handtasche noch mitnehmen, ja? Literally as well as metaphorically. Geil. Ah, wo ist denn unser Chef jetzt? Rodrigo? 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 Scheiße. God damn it. Of course he was dead. Clean, one shot, a professional job. I began to look for clues. Autsch, der sieht gar nicht so gut aus, der Kerl. I couldn't get playback on one of the cameras and it looked like the disc was missing. Someone in this building was trying to keep things low key. But then why had everyone else come driving through the goddamn wall? Ganz klares Ablenkungsmanöver, mein Freund. Fabiana. Even if the man who employed me was dead. Oh, seine Frau ist doch nicht tot. Ah, die Story ist ein bisschen verwinkelt, keine Ahnung. Maybe some good. Ah, du Idiot. Picking the photo from the broken fragments, something caught my eye. Ach, Scheiße, weg hier. Oh, okay. Oh, Max. Scheiße. Blind luck. It meant the blast wasn't fatal. If I'd been out for any longer, the smoke would have gotten me. Ah, Mensch. Dein guter Anzug. Ah, wir müssen hier weg. Wir müssen hier ganz, ganz schnell weg. Ah, und dieser Penzkiller ist auch fort. Scheiße. Perfect. If I wasn't immolated, I was gonna get crushed to death. Zoll nicht rum. Das ist zwar eigentlich. Das ist eigentlich saublöd, Metall anzufassen bei einem Brand. Das wird doch sau heiß. Aber okay, das ist wahrscheinlich einfach ein Fehler. Oh. Max ist ja schon so ein kleines Wrack, oder? There's no way one bomb could have done all this, unless the place was made of gasoline. This whole joint must have been rigged. The kid hadn't made Nein. It. Fuck. I had to make this corpse-looting coward pay. Getting his gun was more than just expediency. Aber ich verstehe nicht. Nein, den will ich nicht töten. Ach, scheiß drauf. Ah, toll. Unser Afro-Man ist leider gestorben. Ah, komm, zwei Waffen sind immer besser als eine. Oh nein. Rodrigo or not, Fabricas Bronco is falling apart quite literally. Ja, so ein kleines bisschen. Oh Mist. Sag mal, kann es sein, dass in diesem Kapitel die Painkiller ein bisschen rar sind? Ich glaube, ich habe hier keinen einzigen aufgenommen. Despite his manners, I'd done him a favor. Au. Der Ärmste, der ist ein bisschen matsch. This didn't look like a room where Rodrigo closed multi-million dollar deals. It looked like a fiery hellhole. Scheiße. Ah! Dreck. Ja, das ist mit wenig Energie macht das einfach keinen Spaß.
Warum kann ich denn keine Doppelpistole benutzen? Naja, mir soll's recht sein. Oh. Den haben wir noch gut erwischt. Komm, lauf. Alter Mann, lauf! Painkiller? Nee, kein Painkiller. Komm. Ah, natürlich Panzerglas. Scheiße. Jetzt hätten wir hier mal ein bisschen Luft reinmachen können. Oh! Okay, wo müssen wir lang? So much for a lazy Sunday afternoon. Ja, my allerdings. Next trip would be a high wire act with a fiery pit for a safety net. It was nice that no one was shooting at me for a change, but I'd take shot in the head over a slow roast on a spit any day of the goddamn week. Das wollen wir doch alle eigentlich nicht, oder? So ein Kopfschuss. Wäre doch blöd. Na komm, lauf jetzt, hast es doch gleich geschafft. Oder auch nicht. Someone up ahead was hurt pretty bad. If he didn't die before I got to him, I might get some answers. Ja, schwer verletzt ist gut. Hey. Why? Why Rodrigo Bronco? Why? What? Why did you come to kill Rodrigo Bronco? Came to kill you. Because what you did to us. You killed so many of us. What reason did this poor bastard have to lie? He would be dead from shock or loss of blood in half an hour, even if I didn't leave him there to burn. Allerdings. Where's Fabiana? What? Fabiana Bronco, where is she? La Comando Sombra got her. Up the hill. Das ist ganz schön eklig, huh? Then it was up the hill for me, I guess, where the gang held sway. I had to try to figure out who was using these angry paramilitary clowns as some kind of front to kill Rodrigo. Tja. Ah, und schon wieder am Saufen. Das gibt's doch gar nicht. Der geht heim und trinkt. I was a mess. Rodrigo Bronco was dead. Fabiana was held hostage. I had no idea who was behind any of this. I felt like a fool. I was a sweaty, gray-haired mess. This place, well, this place was gonna kill me, too. I could see that now. I decided that I was gonna die sober, not drunk. Gut so. At least then I could see who shot me. It was time to take back control from whoever was out to get me. And if I didn't flush them out, at least my midlife crisis would confuse them enough so they did something stupid. It was the only hope I had. I knew I wasn't thinking straight. I'd been drinking and popping painkillers for years. Ja. I had a liver richtig. Like a French goose richtig, and richtig, skin richtig. Like red das leather. Geht nicht auf die Dauer. Na, na, na. Sehr schön. Well, it wasn't perfect. In fact, it wasn't much good at all. But it was gonna have to do. Na, nicht perfekt, aber naja. Hätte sein Bart mal wegmachen sollen. At least I was facing in the right direction. Ich
Ja, das war übrigens Kapitel 6 und jetzt geht's weiter mit Kapitel 7. Ich mache hier einen kleinen Schnitt und wir sehen uns dann gleich wieder. Macht's gut, ciao.